Ich bin Arnoldo sehr dankbar. Wir sind eigentlich quasi miteinander aufgewachsen. Wir sind nach Österreich gekommen und wir haben uns kurz danach auf skurrilste Weise kennengelernt. Und wir haben sofort so eine brüderliche und Beziehung aufgebaut und auch musikalisch so intensiv. Und er war es, der mich im zweiten Jahr dieses Festivals angerufen hat: Du, weißt was, kannst du kommen mit einem Verstärker? Und ich habe irgendwas eingepackt und so. Und wir haben dann irgendwo in einem Gastgarten gespielt. Es war so ein rudimentäres und aufregendes Erlebnis. Und dann die Jahre danach, ich muss wirklich sagen, dieses Festival, es ist ein Baby von Arnoldo. Das muss man sagen. Weil er hat immer diese. Und jetzt ist es groß geworden und hat geheiratet.